Guten Tag, verehrte Zuschauer und Zuhörer. Freue mich heute, glaube ich, auch zum ersten Mal auf der MKK-Präsentation oder auf dem MKK-Kongress Netfonds vorzustellen. Ein paar Worte zum Unternehmen und zur aktuellen Situation. Aber es jetzt auch nochmal als Großbildschirm. Ja, Fintech Meets Consulting, das ist sozusagen unser Schlagwort und unser Motto. Wer ist erstmal Netfonds? Für all diejenigen, die noch nichts von uns gehört oder gesehen haben, möchte ich ein paar Worte zum Unternehmen voranstellen und auch zu den handelnden Personen. Die Netfonds-Gruppe sieht sich als eine ja letztendlich führende Plattform für den Vertrieb, auch für die Administration, Beratung und die Regulierung in der deutschen Finanzindustrie. Und der Kern oder das Kernstück unserer Arbeitsprozesse ist unsere eine eigens entwickelte cloudbasierte IT-Plattform, die wir jetzt im Sommerquartal an den Start gebracht haben, die Finfire-Plattform. Sie ist, so gehen wir davon aus, schon State of the Art, sehr, sehr modern gehalten, cloudbasiert, und sie ermöglicht eben unseren Kunden ja eine einen reibungslosen Beratungsprozess und Administrations- und Serviceprozess mit ihren sozusagen mit den Endkunden, von denen wir inzwischen mehr als eine Dreiviertelmillion auf der Plattform haben, umzusetzen. Wir sind die handelnden Personen oder ja die wichtigsten Köpfe, die hinter Netfonds stehen. Ich habe Ihnen hier mal den Vorstand der Netfonds-Gruppe mitgebracht, meinen Kollegen Martin Steinmeier. Seit Anfang an, seit dem Jahr 2000, wenn wir gestartet sind, eben auch mit dabei, CEO der Gruppe, seit 3 Jahren bei uns an Bord, der Dietger Völske, der bei uns für die Technology zuständig ist und insbesondere eben den Aufbau der Finfire-Plattform administriert und geleitet hat. Und mein Kollege Oliver Kieper, der bei uns das Versicherungsgeschäft leitet. Last but not least, ich bin sozusagen auch bereits seit dem Jahr 2000 mit dabei und bin für strategische Fragen und für Finanzen bei der Netfonds-Gruppe zuständig. Vielleicht ein paar Sicht auf die Highlights während des laufenden Geschäftsjahres. Der Kollege Kirschner hatte das ja schon in der Anmoderation angesprochen. Wir haben doch einige ganz wichtige Meilensteine im laufenden Jahr hinter uns bringen können. Das eine ist eben das Go Live unserer Finfire IT-Plattform, die wir eben als eine sogenannte 360-Grad-Plattform verstehen. Das heißt also, wir wollen unseren angeschlossenen Beratern und ihren Endkunden die Möglichkeit geben, Investmentfonds, alle Kapitalanlagen, Bankprodukte, Bankkonten, alle Versicherungsprodukte letztendlich auf einer Plattform abzubilden und durch den Berater überwachen, vermitteln und administrieren zu lassen. Das ist für uns das größte IT-Projekt schlechthin in unserer gut 20-jährigen Geschichte bisher gewesen, und wir sind froh und stolz, dass wir die Plattform eben jetzt im Sommerquartal ans Netz gebracht haben. Während wir diese Entwicklung vorangetrieben haben, ist aber unabhängig davon auch das Geschäftsvolumen in der Tat weiter gestiegen. Wir sind dieses Jahr auf einen Bruttoprovisionsumsatz in den ersten 9 Monaten von über 137 Millionen gewachsen. Das bedeutet nach Abzug der Vergütung, die wir an unsere angeschlossenen Berater und Vermittler und Kunden geleistet haben, gute 25 Millionen Euro Nettoprovisionseinnahmen. Das ist auch die Kennzahl, die wir zukünftig immer mehr in den Fokus stellen, einfach weil der Bruttoprovisionsumsatz immer ein Stück weit schwankungsanfälliger ist. Das Entscheidende ist letztendlich, was bei uns als Nettoumsatz respektive als Rohertrag verbleibt. Das ist für uns zukünftig immer mehr eine sehr wichtige oder die wichtigste Kenngröße schlechthin. Das Wachstum in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres lag eben bei um die 30%, wobei eben das für uns wichtigste Segment Regulatorik und Technologie um über 70% wachsen konnte. Das ist, denke ich mal, ein Bereich, auf den wir uns spezialisiert haben. Und in der Tat, Regulatorik trifft uns alle und ist irgendwo mit Aufwand verbunden, bedeutet aber eben auch für eine Company wie Netfonds, dass wir uns
als Regulatorikdienstleister natürlich immer mehr, ja, regelrecht unangreifbar machen. Und es wird immer schwieriger für Newcomer in unser bereits erreichtes Marktsegment einzudringen, wenn wir eben hohe regulatorische Anforderungen erfüllen und letztendlich unseren angeschlossenen Beratern und Partnern die Möglichkeit geben, die Regulatorik an uns auszulagern und diesen Aufwand, diese Bürokratie und diesen Stress ihnen wegnehmen können. Alles in allem administriert ja die Netfondsgruppe inzwischen über 20 Milliarden Euro an Vermögenswerten, an Assets auf der Plattform. Von diesen 20 Milliarden sind etwa 2,3 Milliarden zum Ende des dritten Quartals auch Assets under Management. Das heißt also, da sind wir der Vermögensverwalter oder der Fondsmanager respektive Portfolio-Manager. Und aus dem Versicherungsbereich haben wir als Key Points zwei wichtige Milestones erreicht in diesem Jahr. Zum einen eben den Start dieses Careflex genannten tarifgebundenen Pflegeversicherung mit der chemischen Industrie. Das ist zum 1. Juli angelaufen. Da gibt es einen sogenannten obligatorischen Teil, der eben alle tarifgebundenen Mitarbeiter trifft. Und für uns das Interessante ist aber der fakultative, der freiwillige Bereich, wo eben die Mitarbeiter der chemischen Industrie ihre eigenen Verträge aufstocken können oder andere Familienmitglieder versichern können gegen Beratung. Und das ist ein Bereich, den wir bei uns koordinieren und der auch eben im Sommerquartal angelaufen ist und wo wir schon über 80.000 Interessenbekundungen, Beratungswünsche entgegengenommen haben. Und letztendlich da allerdings, das ist der einzige Bereich, wo wir ein Stück weit Corona-Gegenwind gespürt haben, weil einfach in den Betrieben momentan weniger Termine wahrgenommen werden können als in einer Situation, wo es keine Pandemie gäbe. Das heißt also, wir müssen dort auf reine Online-Beratung gehen und hoffen aber im nächsten Jahr viele, viele Beratungsgespräche dann eben auch noch wirklich one-to-one in den Firmen vornehmen zu können. Und auch aus dem Versicherungsbereich konnten wir in diesem Jahr auch ein betriebliches Berufsunfähigkeitskonzept mit einer ganz neuen Beitragskalkulation, das sogenannte Biometric-BU-Konzept, in die Tat umsetzen. Das heißt also, wir konzentrieren uns im Versicherungsbereich immer mehr auf bestimmte Spezialprodukte, die wir beispielsweise eben mit Gewerkschaften oder mit größeren Firmen, Companies und Arbeitgebern umsetzen. Ja, vielleicht nochmal ein paar Worte zur Netfonds-Wachstumsstory ganz allgemein. Die Netfonds-Gruppe gibt es in der Tat schon seit dem Jahr 2000, beziehungsweise damals war es die Netfonds GmbH. Es hat sich da im Laufe der Jahre eine Gruppe daraus entwickelt. Ich habe Ihnen hier mal die Zahlen der letzten 10, 12 Monate, 10 bis 12 Jahre mitgebracht, um einfach ein gewisses Gefühl zu geben, dass wir uns als ein wachsendes Unternehmen, letztendlich als eine Wachstumsstory verstehen. Die Umsätze haben sich seit 2010 im Durchschnitt um über 15%, mit einer Wachstumsrate von über 15% aufwärts entwickelt. In den letzten 3 Jahren tendenziell im Durchschnitt eher 25% Wachstum. Und wir gehen davon aus, zumindest gibt es bisher keinen Anschein, dass wir ja auch zukünftig weiter kontinuierlich zweistellige Double-Digit-Wachstumsraten haben werden. Das streben wir zumindest an. Sozusagen jetzt für den kürzer liegenden Zeitraum einfach mal zurückgeblickt, Quartal für Quartal. Wie haben sich unsere Assets entwickelt, um auch so ein bisschen die Krisen-Resilience der Netfonds AG mal zu zeigen? Haben wir Ihnen mal quartalsweise die Assets under Administration mitgebracht, die sich eben von Ende 2017 gut 11 Milliarden Euro auf heute etwas über 20 Milliarden Euro Assets under Administration eben entwickelt haben. Und man sieht eben sozusagen blau eingerahmt das Corona-Quartal, das erste Quartal 2019, wo man dann eben 2020, Entschuldigung, wo man dann eben gesehen hat, ja, die Märkte fallen, aber wir haben eben nur etwa eine 40-prozentige Korrelation zu den fallenden Märkten. Das heißt also, die Assets, die wir haben, fallen nicht eins zu eins mit den Märkten mit runter, wenn es mal Korrekturphasen gibt, sondern wir haben sozusagen eine unterdurchschnittliche Korrelation zum Markt. Was uns heißt, okay, nach oben hin gibt uns der Markt auch nicht ganz so viel, aber nach unten hin würden wir eben im Fall der Fälle auch deutlich weniger verlieren. Ich denke mal, das ist für viele auch ein wichtiger Beurteilungspunkt für die Nachhaltigkeit der Erträge,
Denn wir erzielen ja inzwischen mehr als 70% unserer Erträge aus wiederkehrenden Provisionen, Honoraren und Servicegebühren. Und da spielen natürlich die Assets under Administration und die Assets under Management eine entscheidende Rolle. Ganz kurz, ganz unten sehen Sie auf dieser Folie die dunkel eingefärbten Balken, die Assets under Management. Das ist ein Bereich, den wir erst seit 2013 begonnen haben, eigene Vermögensverwaltung und Portfolio-Management anzubieten, der für uns allerdings ein sehr, sehr wichtiger Baustein, auch Wachstums- und Ertragsbaustein in der Zukunft ist. Denn die Assets under Management sind ein, ich sage mal, höhermargiges und höherwertiges Produkt, wo wir eben deutlich höhere Erträge erzielen als bei den Assets under Administration, die bei uns auf der Plattform verwaltet werden. Und dieser Bereich wird kontinuierlich bei uns ausgebaut und wir haben dort sehr hohe Wachstumsraten. Und man sieht, der prozentuale Anteil der AUMs im Verhältnis zu den Gesamtassets nimmt ständig zu. Und hier abgetragen haben wir das auch einfach nochmal mitgebracht. Sie sehen, dass wir, ich sage immer dazu, in den ersten 3, 4 Jahren für die ersten 250 Millionen Euro haben wir nahezu 4 Jahre gebraucht im Assets Under Management. Das ist das, was wir momentan nahezu im Quartal an Mittelzuflüssen im Bereich Asset Management generieren. Das heißt also, wir haben dort eine gewisse kritische Größenordnung erreicht und wachsen eben dort mit ungebrochener Dynamik in diesem Jahr auch deutlich stärker, als wir es am Anfang des Jahres selber von uns erwartet hätten. Ähnlich dynamisch, nicht ganz so dynamisch wie die Assets Under Management, aber eben auch dynamisch wächst bei uns der Versicherungsbereich. Das machen wir aus an den Verträgen, die bei uns über die Plattform von Versicherungsverträgen und Versicherungskunden, die bei uns über die Plattform verwaltet und administriert werden. Da haben wir jetzt die 500.000 Euro, nicht 500.000 Euro, die 500.000 Stück Marke an Versicherungsverträgen durchbrochen und werden insbesondere natürlich angeschoben durch dieses Careflex-Produkt sicherlich im nächsten Jahr auch deutlich die 600.000er-Marke hinter uns lassen können. Also auch im Versicherungsbereich haben wir ein sehr schönes kontinuierliches Wachstum. Vielleicht jetzt nochmal eine Sicht, dass ich habe jetzt, glaube ich, mal allgemein ein paar Folien gezeigt zu dem Thema Netfonds als Wachstumsstory. Ich möchte jetzt mal so ein bisschen auf die drei Bereiche eingehen, in die wir unser Geschäft aufgeteilt haben. Da ist sozusagen als ehemals volumenmäßig größter Bereich der sogenannte Wholesale-Bereich. Das ist im Prinzip das klassische Maklerpool-Geschäft mit Finanzberatern und Finanzvermittlern, aber auch einigen Banken und Vertriebsgesellschaften, die das Geschäft über uns abwickeln. Wir haben dann den Bereich Regulatorik mit den BaFin-regulierten Gesellschaften. Wir haben da insgesamt drei regulierte Gesellschaften, die NFS Network Financial Service GmbH, das sogenannte Haftungsdach, das eben die Regulatorikfunktion für über 400 angeschlossene Firmen übernimmt, die NFS Hamburger Vermögen als Portfolio-Manager im Privatkunden, im diskretionären Bereich und die NFS Capital AG als ein institutioneller Asset Manager, der insbesondere den Bereich Fund Management als Outsourcing-Produkt umsetzt. Und wir haben dann natürlich noch den Bereich, den man vielleicht früher unter Sonstiges subsumiert hätte oder Miscellaneous, wie man so schön im Englischen sagt. Das ist insbesondere der Bereich Immobilien, Spezialprodukte und Marketingerlöse, die wir sozusagen in einem eigenen Bereich führen. Ich habe hier auch mal eine Übersicht, sozusagen nach 9 Monaten, wo stehen wir zahlenmäßig in diesen drei Segmenten mitgebracht. Man sieht dort, dass wir, wenn man auf die reinen Umsatzzahlen geht, dass wir eben im Bereich Wholesale, sozusagen, dass es umsatzmäßig immer noch der größte Bereich ist mit einer Wachstumsrate von gut 20%. Der Regulatorikbereich ist eindeutig mit über 70% Wachstumsrate der dynamischste Bereich, der wirklich, wo wir am Anfang des Jahres auch gar nicht gedacht hätten, dass wir mit einer solchen Dynamik in diesem Jahr wachsen würden. Das freut uns natürlich sehr. Der Bereich Miscellaneous sieht sozusagen nach 9 Monaten so aus, als würde er etwas zurückkommen. Das ist im Prinzip nur sozusagen dem Augenblick geschuldet. Wir werden in diesem Bereich auf das volle Jahr
auf das Jahr 2022 auch wachsen. Es ist nur so, dass der Bereich Immobilien, der sozusagen als Teilbereich der größte Teil dieses Bereiches ist, da sind die Umsätze nicht linear über die Quartale verteilt. Und da ist es in diesem Jahr so, dass besonders viele Immobilienverkäufe im vierten Quartal gebucht werden und umgesetzt werden. Und insofern ist es mal sozusagen in dem einen Quartal etwas stärker und im anderen Quartal etwas stärker. Aufs Gesamtjahr werden wir auch in diesem Bereich, gehen wir davon aus, durchaus eine zweistellige Wachstumsrate haben. In der Summe aber nach 9 Monaten eben schon ja, knapp 24% Wachstum der Nettoerträge und etwas über 30% Wachstum der Bruttoumsätze. Mit wem machen wir, wie groß sind diese einzelnen Bereiche? Nur damit Sie mal ein gewisses Gefühl haben, im Bereich dieses Wholesale-B2B-Geschäfts oder B2B2C-Geschäfts arbeiten wir mit ca. 5.000 angeschlossenen Beratern zusammen, die uns als Abwicklungsplattform nutzen. Das sind ja, über 370.000 Wertpapierdepots, die wir dort bei 15 Depotbanken vorhalten. Und eben, hier steht noch 475.000, inzwischen über 500.000 Versicherungsverträge, die wir eben bei ca. 150 Versicherern haben. Und das zeigt eben schon, dass wir da eine recht große Unit sind, eben mit über 100 Millionen Umsatz. Der Bereich Regulatorik, Regulatorik und Technology steht eben auf der einen Seite für die, was ich vorhin schon, eben schon sagte, für die BaFin-regulierten Firmen. Das Haftungsdach mehr als 400 angeschlossene Partnerfirmen mit über 550, ich glaube inzwischen sogar an die 600 Berater, die Regulatorik eben bei uns nutzen. Wir werden dort, denke ich mal, auch über 70 Millionen Euro Umsatz im laufenden Geschäftsjahr machen. Wir haben als ein Teilsegment haben wir diese Funktion des Fonds-Advisory, wo wir eben Fonds-Initiatoren und Beratern, die eben gerne eigene Fonds aufsetzen wollen, eben die Regulatorik zur Verfügung stellen, um eben Fonds-Advisory zu machen. Da haben wir derzeit, hatten wir zum 30.09. 75 Mandate mit 5,6 Milliarden Euro Volumen. Da kann ich schon mal berichten, dass es zum Ende des Jahres schon über 80 Mandate mit über 6 Milliarden Volumen sein werden. Das heißt, der Bereich wächst sozusagen unterjährig auch in den Quartalen sehr dynamisch. Und ja, last but not least, der Bereich Asset Management, der uns in diesem Jahr mit Umsatzerlösen von gut 20 Millionen Euro auslaufen wird. Nach 9 Monaten waren wir da bisher schon bei 15 Millionen Euro Assets under Management, eben auch mit einer Wachstumsrate von über 40% unterjährig. Die Bereich, sozusagen Bereich Technologie im Bereich Regulatory und Technology wird eben insbesondere durch unsere FinFire-Plattform repräsentiert. Das ist eben diese Cloud-basierte Plattform, die wir in den Jahren 2018 bis heute entwickelt haben. Wie ich am Anfang schon sagte, die größte IT-Investition, die wir sozusagen in unserer Unternehmensgruppe darstellen konnten, über 10 Millionen Euro haben wir dort in den letzten Jahren in den Aufbau dieser Plattform investiert. Und jetzt sind wir eben so weit, dass wir beginnen, die Früchte zu ernten, dass immer mehr Funktionalitäten und Module live gehen. Diese Plattform FinFire ist letztendlich ein cloudbasiertes Tool, das sowohl den Advisor anspricht, als aber sogar eben auch Zugänge für den Endkunden ermöglicht und letztendlich den großen Vorteil für den Finanzberater und Finanzvermittler hat, dass er im Prinzip alle seine Prozesse, alle seine Beratungen, alle auch seine CRM-Funktionalitäten bei uns über die Plattform umsetzen kann und letztendlich eher nicht mehr unterschiedlichste Software-Tools, unterschiedlichste Module gleichzeitig benutzen kann. Das heißt also, er hat, wenn man so will, eine digitale Homebase, die letztendlich immer mehr Möglichkeiten bietet, auch später mal KI-Funktionalitäten mit zu integrieren. Und das Spannende ist, der Berater und wir können eben auch den Endkunden einladen. Inzwischen ist es schon eine fünfstellige Anzahl von Endkunden, die eben Zugänge auf die FinFire-Plattform haben und der Endkunde kann dort eine sogenannte 360-Grad-Sicht alle seine Finanz- und Versicherungsprodukte
und Verträge auf sozusagen in einer Plattform sehen und kann auf dieser Basis eben auch immer optimiertere Vorschläge und Anlagen und Versicherungsprodukte erhalten. Wie gesagt, 360 Grad Financial Home ist dort die Story, mit der wir beim Berater und auch beim Endkunden mit unserer Finanzplattform punkten. Der Sinn und Zweck dieser Plattform ist es natürlich am Ende, ein Upscaling, wie man es so schön neudeutsch sagt, zu ermöglichen. Das heißt also, wenn der Berater und der Kunde sozusagen immer intensiver unsere Plattform nutzt, kommt am Ende raus, dass eben immer mehr Verträge pro Berater und immer mehr Verträge pro Kunde auf unserer Plattform eingesammelt werden. Und klar, da muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Je mehr Verträge es sind, die auf einer Plattform sind, desto mehr kann man eben das Geschäftsmodell nach oben skalieren und desto effizienter funktioniert das Geschäftsmodell und die Plattform. Das ist sozusagen die Idee hinter der Entwicklung unserer Finfire 360 Grad Cloud-Plattform. Ja, last but not least, eben der dritte Bereich, wir haben am Anfang schon geschildert, ist bei uns unter verschiedenes Immobilien, eigene Produkte und Marketing. Der Immobilienbereich ist sozusagen auch das jüngste Baby, der jüngste Bereich, den wir bei uns in der Netfondsgruppe haben. Seit 2018 haben wir ihn begonnen zu entwickeln. Das hat sich recht stürmisch auch angetan, angelassen. Wir werden in diesem Jahr in der Größenordnung von 16 bis 18 Millionen Euro Umsätze, Provisionsumsätze oder Umsatzvolumen Immobilienbereich generieren. Das gesamte Segment wird knapp 20 Millionen Euro Umsatz machen. Und wie am Anfang schon angesprochen, nehmen wir jetzt ein Stückchen eine kleine Umstrukturierung vor in diesem Bereich, wo ich gleich noch im Detail nochmal drauf zu sprechen kommen werde. Bei uns jetzt sozusagen als Next Step Forward bezeichnet. Wir werden uns als Netfonds oder wir sind ja als Netfonds, wie eben schon skizziert, die Finfire-Plattform und ja, ich sag mal, Cloud-basierte Vertriebs- und Service- und Administrationsplattform ist der Kern unseres Geschäftsmodells. Und da ist es so ein Stück weit natürlich in den letzten Quartalen, ich sage mal, zu immer mehr, auch zu einigen Fragestellungen gekommen, weil man gesehen hat, das Immobiliengeschäft, was wir haben, entwickelt sich auf der einen Seite dynamisch, sorgt aber dafür, dass dass das Bilanzvolumen, die Bilanzsumme der Netfonds AG durchaus auch immer größer wird, weil man für dieses Wohnimmobiliengeschäft, also letztendlich ist es ja so, dass wir dort ja, privaten Investoren, den Investoren oder den Kunden unserer Beratern die Möglichkeit geben, als private Kapitalanlage in vermietete Wohnungen, in vermietete Mehrfamilienhäuser zu investieren. Und diese Immobilienportfolien werden in aller Regel eben erstmal angekauft, dann teilweise aufgeteilt und dann eben in einzelnen passenden Konfektionsgrößen an die Investoren weiterveräußert. Und dafür müssen sie eben, wie man so schön sagt, gewarehoused werden. Das heißt also für 3, 6, 12, aber manchmal auch länger als 12 Monate verbleiben eben die Immobilien bei uns auf der Plattform. Und das Ganze führt natürlich automatisch dazu, dass wir im zweistelligen, vielleicht perspektivisch sogar im dreistelligen Millionenbereich Immobilienvolumen auf der Plattform vorhalten müssen, was letztendlich ja so ein Stück weit auch gegen einen Plattformgedanken sich wendet oder nicht so richtig den Plattformgedanken unterstützt, der ja einfach sagt, eine schlanke Infrastruktur zu haben und eben keine so große Bilanz zu haben, sodass wir uns eben entschlossen haben, hier diesen Bereich ein Stück weit auszugliedern. Wir haben im vergangenen Jahr schon ein größeres Immobilienportfolio in einer strategischen Kooperation mit der VMR AG erwerben können, das sogenannte Sachsen-Portfolio. Wir haben uns jetzt eben entschlossen, dass dieses Warehousing-Portfolio in Form der NSI GmbH als Sacheinlage in die VMR AG einzubringen, dort im Gegenzug bekommen wir einen Anteil von knapp 30%, genauer gesagt von 29,72% an der VMR AG plus im Volumen von 5,2 Millionen Euro eine Wandelanleihe. Und das Ganze hat eben zur Folge, dass wir unsere Bilanz
Summe und damit natürlich auch das ausgewiesene Fremdkapital in der Konzernbilanz um ein gutes Drittel werden reduzieren können, dass wir dadurch eben in der Konzernbilanz auch nahezu kein negatives Zinsergebnis mehr haben. Und wir erwarten allerdings trotz alledem zukünftig weiterhin auch deutlich steigende Umsätze im Immobilienbereich. Aber wir konzentrieren uns eben dort auf die Administration und insbesondere eben auf die Vertriebsfunktion. Das ist ja der Kern auch der Finnfire-Plattform. Die VMR als unser strategischer Partner, an dem wir auch beteiligt sind, wird sich eben auf das Warehousing und auf den Aufbau eines Bestandsportfolios fokussieren, das zukünftig auch nennenswerte Erträge abliefern wird. Und wir werden uns eben auf den Vertrieb konzentrieren und werden dort eben auch einen Großteil der Vertriebsmarge, also der Verkaufsmarge der Immobilien weiterhin bei der Netfonds AG haben, aber eben nicht mehr das große bilanzwirksame Immobilienportfolio bei uns auf der Plattform. Und die VMR AG wird dann zukünftig eben Ad Equity in der GOV von Netfonds konsolidiert und wir erwarten dort auch sozusagen ein sehr schönes, positives Ergebnis in der Zukunft. Wie gesagt, am Anfang sind wir jetzt eben bei knapp 30% in der Beteiligung, sind Inhaber einer wandelbaren Anleihe und müssen uns dann entscheiden im Laufe der nächsten 24 bzw. 36 Monate, ob wir eben bei Bedarf diese Beteiligung eben auch durch das Ausnutzen der Wandelfunktionalität dann eben ausbauen. Ja, das vielleicht mal als Hintergrund zu der letzten Transaktion. Vielleicht ein Wort, was ich noch nicht gesagt hatte. Diese ganze Transaktion wird bei der Netfonds AG zur Hebung, wenn man so will, der stillen Reserven dieses Warehousing-Portfolios führen. Wir erwarten dort etwa 8 Millionen Euro sozusagen formaljuristisch Veräußerungserlös durch die Einbringung der NSI GmbH in die VMR AG, die dann letztendlich, diese gut 8 Millionen Euro werden dann natürlich in der GUV des Jahres 2021 auch ausgewiesen. Ja, ganz, denke ich mal, zum Schluss oder nahezu zum Schluss der Präsentation nochmal ein Blick kurz auf die 9 Monatszahlen, die wir ja vor 14 Tagen veröffentlicht haben. Wie gesagt, 137 Millionen Bruttoprovisionsumsätze, die Nettoumsätze bei gut 25 Millionen, blau eingerahmt, aus dem Grund, weil wir gesagt haben, das ist eigentlich auch das Segment, oder die Nettoumsätze sind eigentlich die Zahlen, auf die wir zukünftig immer mehr fokussieren werden, um uns eben von den deutlich immer mal fluktuierenden Bruttoumsätzen zu lösen. Also die Net Sales bei gut 25 Millionen Euro, ein EBITDA von gut 3,7 Millionen, EBIT von knapp 1,4 Millionen. Und ja, alles mit einer guten Wachstumsrate gegenüber vorher, obwohl wir in diesem Jahr doch gut 500.000 zusätzliche Kosten sozusagen durch die Implementation und den Start der Finnfire-Plattform zu verzeichnen hatten, sind wir eben sehr, sehr optimistisch, dass wir eben mit dem Start der Finnfire-Plattform und eben der Skalierbarkeit selbiger und auch der nicht mehr vorhandenen Doppelbelastung aus externen IT-Kosten, die uns eben die alten Software-Tools in diesem Jahr teilweise noch mit sich gebracht haben, und eben der Skalierbarkeit der Plattform, dass es uns eben in 2022 gelingt, eben insbesondere mehr Profitabilität zu zeigen, als das in den vergangenen Jahren der Fall gewesen ist. Insofern freuen wir uns eigentlich auf die nächsten Quartale und gehen davon aus, dass wir mit einer durchaus positiven Entwicklung uns weiter bewegen werden. Ja, der Forecast fürs Gesamtjahr sieht Nettoumsätze von 36 bis gut 37 Millionen Euro vor, ein EBITDA zwischen 6 und 7 Millionen Euro. Und was wir eben als Kennzahl zukünftig immer mehr auch fokussieren werden, ist das Verhältnis von EBITDA zu Net Sales. Für dieses Jahr angestrebte Quote von 17 bis 19,5% gehen wir davon aus, dass wir im nächsten Jahr in den guten 20%
Bereich reinwachsen werden. Das heißt also, die Profitabilität soll sozusagen in den kommenden Quartalen deutlich wichtiger sein, als es vielleicht sozusagen durch den Aufbau der Finnfire-Plattform und die damit verbundenen Kosten in den letzten Quartalen und vielleicht auch in den letzten Geschäftsjahren der Fall gewesen ist. Ja, Outlook für 2022. Ich habe schon gesagt, Skalierung der Plattform. Im Asset Management gehen wir weiter davon aus, dass wir über die 3 Milliarden Euro-Marke wachsen werden. Wir wollen in der Summe eben ja, mit einer zweistelligen Jahresrate wachsen. Die EBITDA zu Net Revenue Margin soll deutlich über die 20%-Schwelle rübergehen. Und wir planen eben so in der Größenordnung Ende Januar, gehen wir davon aus, einen Forecast für 2022 auch zu veröffentlichen. Ich denke mal, Mitte Januar ist auch der Zeitpunkt, wo dann die Kollegen von Hauck Aufhäuser, die gerade an einem Research Paper für Netfonds arbeiten, dann eben auch mit ihrem Research rauskommen werden, sodass man da dann eben auch nochmal eine weitere Meinung eines Research-Dienstleisters hat. Bisher gibt es ja ein Screening von den Kollegen von Montega. Ja, Sie sagten es ja schon am Anfang, Herr Kirstein, Netfondskurs hat sich durchaus gut entwickelt in diesem Jahr, dicht am All-Time-High im Mid-40er-Bereich. Auch gerade eben in etwa die Marke 100 Millionen Euro Market Cap erreicht. Damit wollen wir uns nicht zufrieden geben. Das ist Ansporn zu mehr. Aber natürlich, wir alle wissen, der Markt kennt nicht nur eine Richtung, sondern es geht mal ein bisschen hoch und mal ein bisschen runter. Aber nichtsdestotrotz gehen wir davon aus, dass wir mit weiterem Wachstum und weiterer Profitabilitätserhöhung dann eben auch den Aktienkurs in die richtige Richtung bewegen können. Was uns lieb wäre, wenn die Umsätze über die Börsen in den nächsten Wochen und Quartalen noch ein bisschen dynamischer werden. Da ist es immer noch so, dass wir, sagen wir mal, nicht so viel Turnover haben, wie wir es gerne hätten. Aber jeder gerne von den Zuschauern, Zuhörern ist dann natürlich eingeladen, das Seinige dazu zu tun und auch Umsätze in Netfonds zu fakturieren. Ja, dann vielen Dank erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Vielleicht kurze Frage an die Regie. Wollen wir vielleicht auf ein paar Fragen eingehen? Ich habe gesehen, im Chatverlauf gibt es, glaube ich, ein paar Fragen. Genau. Herr Reichel, vielen Dank. Das war jetzt eigentlich eine Punktlandung zeitlich, aber wir haben trotzdem eine ganze Menge Fragen, da danach eine Mittagspause angesagt ist, uns jetzt aber kein tolles Hotelmenü gereicht wird, würde ich sagen, dass wir versuchen, ein paar Fragen zu beantworten, bevor uns Herr Filker vielleicht irgendwie herauswirft. Die erste fände ich nämlich auch sehr interessant, nämlich mit den Assets under Management. Hat das irgendwie, wie hängt das mit dem Trading-Boom zusammen, der gerade auch in Deutschland erzielt wird? Und wie nachhaltig sehen Sie denn das, dieses große Anwachsen in den letzten 2 Jahren? Also, ich sage mal, letztendlich muss man sagen, das hängt, glaube ich, eigentlich nicht so sehr stark mit dem Trading-Boom zusammen. Wir sind ja, sagen wir, das Geschäft, das wir machen oder das unsere angeschlossenen Berater machen, ist ja eher ein langfristiges Kapitalanlage- und Altersvorsorgegeschäft. Also wir fokussieren ja gar nicht auf denjenigen, der jetzt mal schnell Aktien irgendwie hin und her tradet, sondern wir haben ja eher die klassischen Fondsanleger bei uns, die eben einmal Anlagen reinpacken, die Sparpläne oben drauf packen. Ich will natürlich aber nicht ausschließen, dass es auch den einen oder anderen gibt, der einen Trade Republic Account oder einen Scalable Account oder sowas aufgemacht hat und der dann sagt, wenn ich aber größere Summen anzulegen habe, dann gehe ich vielleicht doch mal zum Finanzberater und lasse das so ein bisschen strukturieren. Das heißt also, da wächst vielleicht die nächste Generation der Anleger heran. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das Wachstum, das wir in diesem Bereich haben, sehr viel mit dem Privatanleger-Trading-Boom der Neobroker zu tun hat. Also es ist auch absolut keine Konkurrenz zu uns. Es fördert eher so ein bisschen das Thema, ja, ich habe Lust auf Kapitalanlage, ich habe Lust auf Aktien. Und was wir eben feststellen können, ist, dass jemand, der eben mit 5.000 Euro bei FlatEx daddelt, wenn er auf einmal 50 oder 100.000 Euro anzulegen hat, dann fragt er durchaus auch mal einen Berater. Damit wird dann eben teilweise nicht mehr ganz so aggressiv herumgearbeitet, wie man es vielleicht mit einer kleineren Anlagesumme macht.
Weil analog dazu, wie wäre es mit dem Immobilienboom, wenn da die Blase gefüllt ist oder platzt, wie würde Sie das betreffen? Also es ist ja im Prinzip so, dass wir dieses Immobiliengeschäft, muss man dazu sagen, wir haben wirklich ein Low-Risk-Geschäft. Und dadurch, dass wir sozusagen das Bestandshalten jetzt ja auch zusätzlich nochmal aus der Bilanz der Netfonds AG herausbringen, das, was wir machen, ist letztendlich das Zusammenbringen von zwei Konstellationen. Wir haben ja eine Menge vermögende Privatanleger, die bei unseren Beratern eben unsere Plattform nutzen, die eben sagen, Mensch, ich würde gerne als Teil meiner Altersvorsorge eine vermietete Wohnung haben mit irgendwie 3, 4, 5% Mietrendite. Und diesen Wunsch versuchen wir zu erfüllen. Da ist es so, dass wir, das ist ja alles ein langfristiges Geschäft ist. Das heißt also, da wird was ich, 20 Familienhaus gekauft und wir werden sozusagen veräußern eben diese Wohnung an Kapitalanleger einzeln. Diese Immobilien sind dann langfristig finanziert, haben in aller Regel eben eine vernünftige Mietrendite und eine langfristig geringe Verzinsung. Also ich glaube, dieses Geschäftsmodell funktioniert, sage ich mal, in vielen Marktphasen. Es würde auch bei einem höheren Zinssatz funktionieren, dann natürlich auf einem niedrigeren Kaufpreisfaktor. Dadurch, dass wir eben sozusagen also was wir eben nicht machen, wir machen keinerlei Projektentwicklung, also wir gehen nicht ins Risiko, sondern es wird im Prinzip bloß die Nachfrage auf der einen Seite mit dem Angebot auf der anderen Seite zusammengepackt. Und natürlich mag es sein, wenn wir vielleicht mal in einer Phase sein sollten, wo der Zins plötzlich von 0 auf 3% springt, dass dafür ein, zwei, drei Quartale oder auch für ein Jahr lang weniger Nachfrage wäre, okay, dann würde da im Prinzip weniger Neugeschäft laufen in dieser Phase. Das ist so. Die Frage muss sich jeder selber beantworten, wie wahrscheinlich ist es, dass wir in den nächsten ein, zwei, drei, vielleicht 5 Jahren deutlich steigende Zinsen sehen. Also die Kapitalmarktexperten, mit denen ich spreche, die sagen, die Wahrscheinlichkeit dafür ist nicht so richtig groß. Also insofern, wir versuchen da wirklich ein sehr, sehr tiefes Risiko zu fahren in diesem Geschäftsfeld. Und es ist für uns halt ein schönes, ich sag mal, sehr hochmargiges, ich sag mal, das ist so ein bisschen das Sahnehäubchen obendrauf. Wir haben die Kunden, wir haben die Investoren und lass ihn doch über die Plattform die Produkte zugänglich machen, wenn sie eine schöne Marge für uns mit erbringen. Warum sollen wir es dann nicht auch anbieten? Dann vielen Dank. Dann gibt es einige Fragen einfach zu Ihren Wettbewerbern, sowohl Plattform als auch bei den Immobilien. Vielleicht können Sie das Marktumfeld kurz skizzieren. Genau. Also ich sage jetzt mal, im Immobilienbereich würde ich sagen, gibt es in dem Sinne ja keine Wettbewerber. Da ist es im Prinzip so, wir sind ja nicht Vonovia oder die Deutsche Wohnen. Also wir haben in den letzten Jahren jeweils so an die 200 Wohneinheiten von A oder Immobilientransaktionen von A nach B bewegt. Wir streben an, dass es vielleicht mal 250 oder 300 sind. Das heißt also an der Stelle, ist der Markt ja in Deutschland so irrsinnig groß, dass das Volumen, was wir dort haben, was wir dort repräsentieren, im Prinzip, also das macht keinen Sinn, da auf einen Wettbewerbsvergleich zu gehen. Mit einer Hypoport, das habe ich vorhin auch gesehen, was unterscheidet uns an Hypoport? Die Kollegen haben natürlich auch eine Plattform, in aller Regel eine Plattform, über die eben Hypothekenkredite vermittelt werden können. Das ist ein ganz, ganz kleiner Bereich, den wir auch bei uns als einen Baustein unseren Beratern zur Verfügung stellen. Es ist nicht unbedingt unser Schwerpunkt. Wir sind da auch Kunde von Hypoport. Das heißt also, wir arbeiten mit denen zusammen in ein, zwei Bereichen und haben gerade mit Hypoport nahezu keine Überschneidung im Tagesgeschäft. Also die machen grundsätzlich im Prinzip was anderes als das, was wir machen. Auch deren Themen im Versicherungsbereich sind, glaube ich, andere als die Themen, die wir im Versicherungsbereich bei der Netfondsgruppe spielen. Das Einzige, wo ich natürlich auch nichts dagegen habe, uns hier und da zu vergleichen, ist, dass wir uns eben auch als eine immer digitaler werdende Plattform verstehen. Und so ist ja eben Hypoport eben auch aufgestellt und auch groß geworden. Ja, andere Marktteilnehmer, es gibt
Im Bereich der Maklerpools gibt es, denke ich mal, ein halbes Dutzend Player, die in aller Regel mit dem Wholesale-Bereich von Netfonds im Wettbewerb stehen, auf der Schiene Regulatorik und Haftungsdach und Portfolio-Management. Wiederum gibt es zwei, drei andere Wettbewerber, die es dort gibt. Allerdings ist da die Anzahl der Wettbewerber viel, viel kleiner und wir sind da gefühlt in einer gewissen Nische drin, gerade eben dieses Regulatorikgeschäft, dieses Fonds-Advisory und auch Haftungsdach für ehemalige Bankberater. Das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Nische, wo wir massiv davon profitieren, dass eben viele Banken sich zurechtschrumpfen müssen, dass gute Mitarbeiter aus Banken ausscheiden. Und das sind oftmals eben die besten Berater, die dann sagen, ich will mich selbstständig machen. Und die können eben entweder einen eigenen Vermögensverwalter gründen oder wenn sie von Netfonds hören, eben zu uns kommen und sich den Regulatorik-Baustein von uns holen. Und glücklicherweise sind das immer mehr, teilweise eben aus dem Private Banking heraus, aus dem Wealth Management. Und ich glaube, an der Stelle haben wir uns so eine gewisse Nische, sind wir in einer gewissen Nische und haben uns da eine gute Marktposition erarbeitet. Es gibt dort ein paar Vermögensverwalter, die in dem Bereich unterwegs sind, aber eben alle nicht so fokussiert. Das ist eher so der Vermögensverwalter, der vielleicht 5 oder 10 gebundene Vermittler hat, die über ihn Geschäft machen. Das ist aber für die meisten Vermögensverwalter nur ein kleines Zusatzgeschäft, während es bei uns eben so ist, dass es Kerngeschäft ist. Und da sind wir, ich will nicht sagen ohne Wettbewerb, aber eben doch in einer sehr, sehr guten, sehr komfortablen Wettbewerbsposition. Gut, dann vielleicht auch noch bitte um eine kurze Antwort. Welche Funktionalitäten auch in Sachen künstliche Intelligenz sehen Sie denn bei FinFire? Und dann noch die zwei Fragen, vielleicht kommen ja immer, denken Sie Richtung Krypto und planen Sie einen Robo-Advisor? Ja, dann haben wir, glaube ich, alles so einigermaßen. Genau. Also das kann man von hinten machen. Also wir haben ja faktisch einen Robo-Advisor. Wir haben im Sommer vergangenen Jahres haben wir die Easyfolio GmbH erworben. Das ist sozusagen einer der ältesten Robo-Advisor gewesen. Was in diesem Robo-Advice-Geschäft nicht funktioniert, ist ein B2C-Vertrieb, weil wir sind der Meinung, der Vertrieb übers Internet ist zu teuer. Wir haben Robo-Advisor-Funktionalitäten, die wir unserem Berater an die Hand geben, damit er einem Endkunden, wenn man so will, eine digitale Vermittlungsstrecke anbieten kann, aber immer sozusagen mit einem Multiplikator dazwischen. Das ist da, da sind doch teilweise große Vertriebe, die eben die Plattform nutzen, unsere Berater nutzen die Plattform. Letztens haben wir ein spannendes Gespräch auch mit einer großen Versicherungsgesellschaft geführt. Das heißt also an der Stelle haben wir eben mit Easyfolio ein Tool, auch gerade im Euro-Finanzen-Magazin, also auch ausgezeichnet worden. Dann hatten wir das Thema Blockchain und Token. Wir schauen uns an, was es in dem Bereich gibt. Also wir werden keinen eigenen Netfonds-Token emittieren, haben wir zumindest nicht vor. Wir haben im Bereich des Crowd-Investings mit ein, zwei Partnern zusammengearbeitet, haben da auch eine kleine Beteiligung, aber das ist wirklich nur zum Schnuppern, um an die Technologie zu kommen und einen Fuß da drin zu haben. Und wir haben auch in Richtung KI die Beteiligung an einer kleinen Firma, an einer sehr spannenden, sehr digitalen, KI-affinen Firma in Berlin, mit der wir im Prinzip mehr machen wollen. Was kann man sich da auf der Plattform vorstellen? Nun, wir haben riesige Datenmengen von Beratern und auch von Endkundendepots. Und aus diesen Auswertungen auch der privaten Konten, da kann man natürlich unheimlich viele Daten rausziehen. Also beispielsweise von Fundflows, welche Aktien, welche Fonds werden wann, wie, in welchen Momenten gekauft. Wenn wir im Prinzip wir können ja per PSD2-Schnittstelle die Kontodaten der Kunden aggregieren. Aus diesen Kontodaten kann man beispielsweise die Versicherungsverträge auslesen, die von den Kunden bezahlt werden. Welche Kfz-Verträge, welche Hausratversicherungen haben sie? Die kann man optimieren. Das heißt also, alleine mit diesen Hunderttausenden von Kundendaten gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, die man sozusagen mit intelligenten Auswertungsfunktionen bauen kann und auch wieder von neuen Produktideen, von zusätzlichen Marketingerlösen. Also da
Das sind alles Sachen, die wir jetzt schon mal definiert haben. Was kann man machen? Die allerdings natürlich erst in den nächsten Jahren umgesetzt werden. Aber das ist ultra spannend. Und da stehen wir am Anfang der Entwicklung. Das Wichtige ist, wir haben eben einen riesigen Datencube mit Hunderttausenden von Privatkundendaten. Und das werden eben immer mehr. Und die werden wir eben in den nächsten Jahren anfangen auszuwerten und dort neue Produktbundles draus zu schüren. Ja, Herr Reichelt, vielen Dank. Wir haben deutlich überzogen, aber ich denke, wir haben die meisten Fragen auch bearbeitet und angerissen. Und, insofern vielleicht ein guter Zeitslot gewesen, direkt zur Mittagszeit jetzt. Genau. Dann haben wir ein bisschen mehr Zeit. Nein, raus, wir sind nicht rausgeworfen worden von Herrn Filker. Insofern gehe ich davon aus, dass das alles so passt. Ich wünsche Ihnen alles Gute nach Hamburg. Es bleibt ja, vielen spannend. Dank und hoffentlich auch wirklich mal in real. Ich wollte eigentlich gerne heute in München sein, bei Ihnen, ne? Ja, wettertechnisch ist so mau hier, aber wir würden Sie auch gerne bei uns zu Gast haben, sehr gerne. Oder auch die MKK würde, glaube ich, auch sehr gerne wieder live stattfinden. Ich habe auch gedacht, ich kann ins Hotel gehen und dort bei den ganzen Vorträgen live dabei sein. Aber gut, es klappt auch so. Genau. Vielen Dank. Sehr gut. Vielen Dank erstmal. Wiederschauen.